Hallo, ich bin Benjamin, ich bin 22 und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der BSR. Ich bin als Kind schon sehr neugierig gewesen. Und dann hat man halt gefragt, wie sowas funktioniert. Und dann kam immer, oh, das kann man schwer erklären. Und dann hat man halt die Sendung mit der Maus gesehen und so. Und irgendwann über den Trichter hinweg habe ich gesagt, ey, ich will das auch wissen. Ich will das wissen, wie das geht. Jemand, der sehr, sehr interessiert an dem Thema ist, kann auf jeden Fall alles gut lernen, weil es innerhalb der BSR auch eine gute Förderung gibt. Wir haben Ansprechpartner für jedes Thema, sei es Metall, Elektrotechnik oder sowas, Steuerungstechnik, haben wir unsere Ansprechpartner und die helfen uns auch. Da gibt es genügend Sachen. Habe ich vielleicht schon mal irgendwie genau geschaut, wie funktioniert überhaupt die Kaffeemaschine? Oder habe ich mir mein Fahrrad schon mal näher angeguckt? Das sind alles so Indizien, die man einfach für sich abprüfen muss. Habe ich da Interesse? Das Faszinierende daran ist, dass man die Sachen, die man im Praxisunterricht in der Werkstatt baut, zum Beispiel die ganz kleinen Bandumlaufsysteme oder Steuerungen, alle irgendwann mal im Großen sieht. Wenn man nach Hohleben geht oder hier in die Geradestraße, hat man überall Bandförderbänder, die zum Beispiel den Müll transportieren oder Pneumatikzylinder oder Pressen, die arbeiten. Und das Gute ist, man kann mit seinem Wissen, was man sich aneignet, auch schon an den großen Anlagen arbeiten. Man hat also innerhalb der BSR auf jeden Fall ein großes Tätigkeitsfeld, in dem man auch arbeiten kann. Man hat halt nicht dieses Gefühl, man lernt etwas und weiß nicht wofür, sondern man kann es gleich verbinden. Man lernt es, geht ins Praktikum und kann es anwenden. Ein großer Erfolg und großes Aha-Erlebnis ist es für mich wirklich, wenn ich eine Schaltung programmiere, daran tüftle. Und das muss ja nicht am Anfang gleich klappen, das ist gar nicht mein Anspruch. Aber ich mag es auch zu tüfteln, dieses Gefühl zu haben, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber wo ist der Fehler? Ihn zu suchen und ihn auszumerzen. Und wenn man den Fehler ausgemerzt hat, dann ist es ein schönes Gefühl, wenn man dann am Abend da steht oder am Nachmittag und der Meister kommt und guckt und sagt, und läuft, und man nickt und nur und sagt, ja. Wenn auch du wissen willst, wie Arbeitsabläufe ablaufen und Sachen in Bewegung gesetzt werden, dann ist der Beruf des Mechatronikers genau der richtige für dich.